So, Monaton, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder ein Off-Meter-Gameplay. Und zwar, ihr seht es schon, wir spielen eine Runde Fizz Top Lane. Und zwar mit Triforce. Ich habe keine Ahnung, ob ich komplett inte oder ob das eventuell sogar okay sein kann. Also gut wird es auf alle Fälle nicht sein. Das ist mir schon klar. Und wir haben auch nicht das beste Matchup, gell? Fizz gegen Jax. Ich bin ein Auto-Attack-basierter Champion gegen... Ein Champion, der gut gegen Auto-Attack-basierte Champions ist. Ja, wird schwer, aber ich versuche mein Bestes. Wir haben ja auch Ignite, haben dafür keinen Flash. Und ja, das ist so ein Oldschool-Build und Champion. Es gab ja in Season 6 oder 7 oder so, war das so eine Zeit, wo Fizz Toplane mit TP und Ignite und Triforce der beste Champ bei far war. Und da habe ich auch früher auch mal Videos dazu gemacht. Könnt ihr mal nachschauen bei meinen Videos. Aber ja, mal schauen, was wir hier in dem Match so machen können. Ich hoffe, wir sind nicht zu hart, ne? So, ich denke, wir werden auf alle Fälle für den W-Max gehen. Wir müssen jetzt hier eben schauen, ob wir invaded werden. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die invaden, oder? Nee. So, starten wir W. Also ich würde ungern einen Hit tanken. Aber gut. Schon lange kein Fizz mehr gespielt. Ich glaube, wenn ich mit W ein Target lastete, bekomme ich 20 Mana zurück. Und ich bekomme den ganzen Cooldown zurück. Von 7 Sekunden auf 1 Sekunde oder so, glaube ich, ist das. Aber ja, werden wir jetzt gleich sehen. Ich habe einfach mal Corrupting Potion gestartet. Ja, 1 Sekunde, das ist chillig. Aber das ist ja komplett chillig. Okay, das ist fein. Ich glaube, das fighten wir, oder? Oder auch nicht. Nee, das können wir ja überhaupt nicht fighten. ja. Ne? So, Jax gleich Level 2, noch ein Minion, dann ist er Level 2. Müssen wir richtig aufpassen jetzt. Wir sind ziemlich low gegangen, müssen jeden Pot reinhauen. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe noch nie, ich habe 30 Seasons lang diesen Champion nicht mehr gespielt auf der Toplane. Ich gehe mal davon aus, dass wir W-Maxen. Aber ich packe jetzt, ich bin mir noch nicht sicher, wo ich meinen Punkt reinpacke. Ich packe ihn einfach in E jetzt. So, und ich weiß auch nicht genau, wie viel Damage meine W macht. Den Lastet habe ich nicht bekommen. Aber gut, wir können uns erstmal hier ein bisschen hochfarmen. Chillen, ja, kann er mich auto-attacken, da habe ich jetzt nicht viel dagegen. Schauen wir einfach mal, was wir dann später machen können, wenn wir ein bisschen mehr Items haben. Also, sobald ich Sheen habe oder sowas, glaube ich, sollte das schon okay sein dann wieder. Ja, okay, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt erstes Sheen gehe oder Phage oder so. Ich werde auf alle Fälle Triforce gehen. Alright, das war juicy. Und ich denke, wir müssen relativ früh für ein Base gehen und ein TP, weil wir sind jetzt schon echt ziemlich low, haben keine Pots mehr. Aber ein Fizz diven kann man echt schwer, vor allem wenn er W up hat. Ich weiß nicht, ob die das versuchen werden hier. Aber Lasten geht eigentlich relativ easy, auch wenn wir jetzt ein bisschen behind in CS sind. Ich würde eigentlich gerne noch die Pass-CS bekommen und dann in die Basis. Kommt an, was der Bruder jetzt hier macht. Ah, tradet ziemlich hart hier auf mich drauf. Ah, vielleicht können wir ihn reinbaiten oder so. Müssen wir schauen. Wir sind ja jetzt ziemlich behind in CS. Ah, das ist nicht so toll, ne? Und er kann uns auch punishen, wenn wir für den CS hier gehen. Ja, mit so Out-Attacks. Ja gut, jetzt ist gutes Timing, um zu basen. Er kann uns nicht stoppen. Die Wave ist noch außerhalb vom Turret. Und ich denke, wir holen uns einfach eine Doran's Blade und ein Pink Ward oder halt diesen Beat da. Ich bin nämlich am überlegen, ob ich nicht einfach Tiamat gehe. Ups, jetzt wollte ich gerade mit FTPen, aber ja, gehen wir erstmal in Pink Ward. Können wir dann später noch entscheiden. Aber jetzt würde ich den eigentlich gerne killen. Ich glaube, den haben wir. Ich wollte eigentlich meinen Ignite behalten, weil der war tot. Aber ja, konnten seinen Flash dann noch rausforcen, das ist nice. Und jetzt haben wir einen Freeze. Er muss hier auf die Lane tippen. Wird er, denke ich, auch machen. Und dann können wir nicht mehr aggressiv spielen, weil er hat jetzt eine Item-Advantage. Und generell müsste er 1 gegen 1 gewinnen. Kommt drauf an, was er jetzt für Items hat. Ich denke mal, dass er eine Item-Advantage hat. Der wird wahrscheinlich mit, ja, Double Longsword und... Okay, er geht Richtung Phage. Wir können hier schauen. Okay, der Trade war jetzt nicht so optimal. Obwohl, ging eigentlich. Wir haben jetzt gleich hier den K6. Okay, so können wir raus. Und das müsste jetzt ein Kill sein. Das müsste ein Kill sein. So, einfach nicht sterben.
Der hat nämlich keine E, der Jax. Der müsste tot sein. Nice. Good job, good job, good job. So, lass lieber die Wave, Bro. Ich werde die pushen, aber ich möchte keine XP scheren. Deswegen warte ich jetzt hier, bis der Bruder Base geht. Ah, damn. Haben wir zu früh eingesetzt. Jetzt haben wir ein bisschen XP geschert mit dem K6. Aber ist jetzt auch nicht allzu schlimm, ne? So, jetzt pushen wir die Wave hier durch. Läuft echt gut, muss ich sagen. Ja, pushen durch und holen uns dann Reset. Sollte man ein bisschen schneller pushen. Ah, das ist so cool, dass man immer diesen Reset auf der W hat und so jeden CS bekommt. Aber tatsächlich müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen von der Wave pushen. Sonst sind wir, glaube ich, doomed. Ich glaube, 2 Millis oder so müssen wir nehmen. Ah, hätte ich doch vielleicht früher einfach, also hätte ich einfach instant die Wave pushen sollen. Na gut, aber der Jax hat nicht wirklich Kill-Pressure auf uns. Wir können einfach weggehen. Und ja, benutzen wir das jetzt einfach, um weg zu, um Base zu gehen. Und ja, jetzt die Frage, Sheen oder Phage? Aber ich glaube, wir gehen einfach mal Phage. Um ein bisschen besser im Combat zu sein. Und ich glaube, wir gehen einfach nicht hier matt. Ich gehe einfach Triforce und dann Steryx und dann gehe ich Tank, würde ich jetzt mal so callen. Und sobald wir Ignite haben, können wir den Jax, glaube ich, wieder All-In. Also der Jax kann ja nur gegen uns was machen, wenn er E't. Und wenn er E't, dann E ich einfach auch. Und dodge den Stun. Also müsste das Matchup gar nicht schlecht sein. Ich mache actually ziemlich viel Damage, habt ihr das gesehen? Und da ist ja diese Wild-Aktion, dass man einfach CS nimmt und den Cooldown zurückbekommt, ist auch sehr, sehr cool. Das feiere ich. Schon so lange nicht mehr gespielt in Champion, aber der macht echt Spaß. Aber ja, das ist mein Diamond 1 Account, also nicht wirklich Low-Elo, Jungs. Deswegen, Champ anscheinend nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber sieht so aus, als ob der Rengar bei unserem Rap-Buff ist. Da hätte ich wahrscheinlich instant moven sollen. Aber nee, nee, nee. Ist er nicht, alles klar. XP haben wir auch nicht verloren von dem Minion, alles gut. So, und jetzt würde ich eigentlich gerne mal für einen Trade gehen, wenn der Jax mal vorläuft. Ja, den können wir nicht killen, Bro. Ah, es wird nix, das wird nix. Bro, der kann einfach weg-Wardjumpen. Der kann weg-Wardjumpen. Der hat einen Ward und er platziert... Ja, okay, er hat ihn nicht benutzt. Vielleicht hat er nicht auf Cooldown. Vielleicht hätte ich dafür gehen sollen. Glaubt ihr, ich hätte dafür gehen sollen? Vielleicht. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass wir den dann nicht killen können. Aber wenn ich meine Ulti treffe, dann können wir vielleicht draufgehen. Ah ja, ich ignoriere jetzt einfach die Pings von dem Brand. Das bringt eh nichts. Jax hatte ja keinen Flash. Ja, ich glaube, wir hätten den killen können tatsächlich. Das ist my bad. Das ist actually my bad. Aber wenn der Rengar jetzt hier drauf springt, dann wird er direkt geultet. Aber nee, tut er nicht. Vielleicht können wir für Jax gehen. Komm. Bro, let's go. So, ich spiele jetzt so, als ob ich nichts will, aber da ist ein Ward, glaube ich. Da muss ein Ward sein. Ja, da muss ein Ward sein, Bro. Wäre komisch, wenn nicht. Ja, ich mache ziemlich viel Damage tatsächlich. Okay. Also so auf Low Range die Ulti zu benutzen, ist actually nicht so gut. Das merke ich mir. Und meine W hat einen sehr, sehr hohen Cooldown tatsächlich. Also muss ich überwiegend meinen Damage mit Auto-Attacks machen und halt mit Conqueror. Aber ja, unser Ignite haben wir noch behalten. Ja, unsere, also wenn wir keinen Minion lasten oder den Gegner poken mit unserer W, dann haben wir sehr, sehr lang Cooldown drauf. No, ich wollte E drücken. Nein. Ja, okay. Das ist die Inexperience mit Fizz, aber Kha'Zix hat das. Gut, Bro. Noch eine Q, Bro. Okay. Am besten die Lane lassen, weil die zu mir pusht. Das ist gut. Ja, aber ja, sonst sieht das Game jetzt nicht so gut aus. Wechseln wir hier das mal. Kassadin macht eigentlich einen guten Job gegen die Akali. Also es sollte fein sein, auch wenn die Milis jetzt in Tower Range sind, ist es glaube ich egal. Ja, ich habe halt nicht wirklich consistent Damage, ne? Ich glaube, ich brauche erst nochmal eine Triforce, bis ich dann wirklich consistent Damage habe. Gerade eben ist halt mein Damage Out-Attack, also Q, Out-Attack W und dann mit E raus oder so. Oder halt, wenn er low genug ist, dass ich ihn halt All-In kann ich einfach mit Ulti anfangen und dann habe ich, glaube ich, genug Damage, um ihn zu killen. Aber ja, bisher sind wir eigentlich noch in einem guten Spot. Also schauen wir jetzt, dass wir uns keine Fehler mehr erlauben, ne? Na gut, wir haben jetzt hier die Wave. Slow pushen die. Schauen wir mal, was hier im Mittel abgeht. Wir haben gleich TP, aber das sieht gar nicht gut aus, tatsächlich. Und Jax hat jetzt Stinger und Phage. Also sind seine Extended Traits sehr gut.
Aber meine Short Trades sind halt auch gut. Muss halt warten, bis ich meine W wieder abfahre. Okay. Das war fein. Dann können wir, denke ich, gleich killen. Ich mich nicht täusche. Außer hat gleich wieder E ab oder ich werde gegankt, ne? Das sind halt die Optionen. Okay, Kha'Zix will zum Herald move. Alter, das kann ja sein, dass er ein Ringer ist, ne? Alright. Das war gut. Rengar Ulti ist down. Alright, alright, alright. So, 50 Sekunden für meinen Ignite noch. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Reset bekomme auf dem Board, aber ja, tue ich. Nice. Das ist gut. Okay, Jax moved jetzt auch dahin. Dann muss ich auch moven. Ich nutze mal meine E, dass ich früher da bin. Oh no! Oh no! What am I doing? Oh, da ist ja ein Brand. Oh, die wollen ja richtig rein hier. Ich weiß nicht, ob ich da so viel machen kann, Jungs. Oh no, er hat Stopwatch. Eieiei. Ist er tot? Er ist nicht tot? Wie? Wie, er ist nicht tot? Krass. Damn, ich habe das so gut gespielt, aber der hat schon Stopwatch jetzt. Hat er in den Runen dabei gehabt. Und oh no. Er ist jetzt ein voller P-Jax an meinem Gesicht. Das ist nicht so toll. Ja, der weiß 100 Pro, dass irgendjemand da ist, sonst würde ich damit nicht mit Low HP vorgehen. Ja, killen können wir den nicht. Oder? Nice, haben wir ihn. Ich unterschätze actually meinen Damage. Also, E-Max als zweites würde ich jetzt einfach mal callen. Und ja, dann hart pushen wir die Wave noch und können sogar für Tower Platings gehen. Rengar sollte noch keine Ulti haben. Und... Jax hat natürlich keinen TP, der hat nämlich gerade auf Delayed TP, ne? Also holen wir uns einen Plating, gehen wir Base, holen wir uns Triforce und dann sind wir sehr stark. Dann können wir sogar unsere TP für Botlane oder sowas benutzen. Vielleicht können wir, also das Game ist krass close. Da können wir mal echt schauen, was man mit Fizz Toplane so machen kann. Aber der Jax spielt das jetzt auch nicht so krass gut, aber auch nicht übel schlecht. Ja. Weiß jetzt nicht, ob wir gewinnen, weil ich Fizz spiele oder einfach, weil ich ein bisschen besser als der Gegner bin. Aber es ist schade, dass wir keinen Ward hinter den Gegnern haben, Botlane. Das einzige, also die einzige Situation, wo ich Botlane tippieren kann, ist halt, wenn die gedived werden oder so. Wenn halt da ein Ward wäre oder so, wenn hier ein Ward wäre, boah, Ward behind them bots, so I can TP. Ich schreibe denen das einfach mal, vielleicht warden die mal und ich kann dann in den nächsten Minuten oder so tippieren. Aber jetzt muss ich eh erstmal hier Toplane gehen. Ich möchte jetzt nicht hier dem Jax Platings geben oder den ganzen Tower, weil wenn ich jetzt wegtippiert hätte, hätten wir vielleicht zwei Kills Botlane bekommen, aber wir hätten halt den ganzen Toplane-Tower verloren, ne? Weil das ist halt ein Jax. Der nimmt halt die Tower sehr schnell. Aber sieht so aus, als ob Botlane gleich Action ist. Jax macht die Crap. Weiß gar nicht, wie es im 1v1 jetzt gerade eben aussieht gegen Jax, aber ich denke, wir sollten schon ziemlich hart gewinnen. Wenn ich es überlege, auch ohne Ignite. So, jetzt haben wir hier die Wave reingepusht und jetzt können wir die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um die River Control zu bekommen. Kommt drauf an, ob der Jax mich jetzt hier contestet. Aber nee, tut er nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in den River, platzieren hier ein Board. Hätten auch, ja, wäre wahrscheinlich besser, wenn wir da reingelaufen wären und den Board da platziert hätten. Aber platzieren hier unseren Pink Board und geben Middle ein bisschen Pressure. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück Toplane laufen. Die sehen uns halt, das ist das Problem. Wenn die uns nicht sehen würden, dann wissen die halt nicht genau, wo wir sind, ob wir jetzt immer noch hier sind oder schon Toplane. Aber ja, ich schaue jetzt überwiegend erstmal auf Botlane, falls sie mich brauchen, aber ja, der Lucian ist da halt jetzt alleine und ich gehe mal davon aus, dass er gleich sterben will, weil er auch ein bisschen tilted ist, denke ich. Aber Jax ist anscheinend gebased für seine Triforce. Ich habe einen sehr, sehr guten TP-Ward Botlane, aber ja, den kann ich nicht benutzen, wenn die Gegner nicht overextenden, ne? Ja, mein Team macht das jetzt ohne mich. Ich bleib, glaube ich, einfach Toplane. Ich hätte auch Midlane rotieren können, um die Wave zu beantworten, aber ich bleibe jetzt einfach mal Toplane. So, Jax hat jetzt auch seine Triforce. So, versuchen ihn einfach ein bisschen runter zu poken mit der W. Aber wir haben ja irgendwie mehr... Also, wenn wir einen Champion oder so treffen, dann haben wir, glaube ich, für eine Zeit verstärkte Outer-Attacks. Oder wie funktioniert das?
Ja, okay, wir haben versteckten Auto-Attack für die nächsten 3 Sekunden. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die sind gerade zu zweit am Herald. Das können wir nicht wirklich contesten. Oh, den haben wir, oder? Nice. Hexe, das macht so Spaß. Ja, okay, Bro. Was soll denn das? Actually, mein Champ ist so nice. What the hell? Man hat auch ziemlich viel CDA, ne? Mit Triforce. Mal schauen, ob wir auf die 45 kommen. Das sollte wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein. Einfach viel CDA auf Toplane Fizz. Aber ja, unser Waveplay ist... mal schauen. Actually, unser Waveplay ist ziemlich insane. Auch ohne Tiermat. Also man braucht gar kein Tiermat auf dem Champ. So, Jax sollte noch kein TP haben. Vielleicht können wir jetzt schauen, dass wir den Toplane Tower hier bekommen. Mal schauen, wie viel Damage wir auf dem Top Tower machen. Aber ja, unseren Weg können wir leider nur einmal einsetzen für den Triforce Proc und den Auto-Attack Reset. Dann geht das Spell auf einen sehr, sehr langen Cooldown. Aber ja, ganz können wir den Tower nicht nehmen. Ich versuche jetzt einfach, die Wave schnell zu pushen. Ich hoffe, Jax ist jetzt noch nicht rechtzeitig da, aber es sieht so aus. Okay. Ja, für den Ken gehen wir noch, oder? Ja. Der Ken ist halt ein Muss, Jungs. Der Ken ist ein Muss. Ja, okay, Jax ist ein bisschen tiltet jetzt. Vielleicht kriegt er mich sogar noch, wenn er Flash hat. Nein! Ah, wir sind actually so greedy. Damn! Haben so gegreedet für den Ken-Minion. Ich dachte, ich wollte ein bisschen Limits testen, ne? Ich dachte actually, dass wir da noch rauskommen. Ah, damn, das war jetzt nicht so gut, dass wir dem Jax da einen Kill gegeben haben. Comeback ein bisschen. Jetzt müssen wir theoretisch auch Toplane-TPen, um den Toplane-Tower zu safen. Was geben wir für Boots? Einfach Ninatabi und gehen jetzt einfach Richtung Stark's Gage. Ja, das ist halt jetzt die Frage, droppen wir den Toplane Tower oder wir TP'en da jetzt hin? Es ist ziemlich doomed, Jungs. Das ist ziemlich doomed. Wir TP'en Toplane. Wir müssen irgendwie die Map beeinflussen. Irgendwie müssen wir die Map beeinflussen, Jungs. Okay, das war Rengar. Okay, beim Dragon sind die nicht. Ich will halt... Lass mal den Dragon machen. Lass mal den Dragon machen. Jax ist Toplane. Der hat aber wahrscheinlich TP. Jetzt kommt der Rengar-Ulti. Wenn die engagen wollen, das wäre nice. Wir sollten nicht pussien und einfach den Dragon machen, Jungs. Nicht pussien und einfach den Dragon machen. Weil Jax kriegt gerade einen Top-Tower. Really? Boah! No! Damn. Echt, ich bin ein bisschen useless, aber... Junge, Junge, Junge. Ja, meine Botzeit hat ein bisschen geintet, ne? Damn. Kann gar nicht wirklich schauen, was mein Champion so macht, ne? Aber, ja, ich glaube, ich habe den Fighter auch nicht so gut gespielt. Gehen wir tatsächlich mal Blade Rune King. Das hat man ja früher auch gemacht, tatsächlich. Lass einfach Blade und dann Steryx gehen. Also für eine Zeit hat man ja Blade und Rune King gebildet und dann hat man, glaube ich, einfach Triforce und Full Tank gemacht. Weiß gar nicht mehr warum. Einfach wahrscheinlich, weil man einfach zu squishy war. Ah, ja, da bin ich jetzt nicht dabei bei dem Fight. Das ist kein Fight, das ist Int. Oh, weia. Das ist Int. So, mal schauen. Wenn Jax auf mich drauf springen will, kann er es gerne machen. Ja. Probieren wir es mal, Jungs. Probieren wir es mal. Er hat gleich wieder E. Das können wir aber nicht blocken. Okay. Damn. Ja, Jax gewinnt das. So, Botlane versuchen wir hier zu defenden. Okay, das können wir nicht. Ich glaube, wir sind tot, Jungs. Vielleicht können wir ein bisschen Zeit rausholen. Actually, nee. Wir können hier einfach raus. Wir können hier einfach raus. Vielleicht können wir das irgendwie outplayen. Okay, Bro. Alright. Ja, ich bin One-Shot, Jungs. Es ist sehr, sehr schwer für mich, irgendwas zu machen. Aber ich glaube, so würde ich mich mit jedem anderen Champ fühlen. Ja, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte mal eure Meinung in den Kommentaren sehen, was ihr so über Fizz denkt und ob ihr den nochmal sehen wollt, weil, ja, ich weiß nicht. Diese Runde kann man nicht wirklich sehen, ob mein Champion halt useless ist oder halt okay. So, also gut oder stark würde ich jetzt über den Champion, also würde ich jetzt sagen, ist der Champion nicht, definitiv nicht. Aber ich denke, man kann ihn auf alle Fälle spielen. Obwohl, sind die gerade dran? Okay, das war wichtig. Eieieiei. Komm, drauf da.
Oh, killt den Rengar. Ich mache actually keinen Damage. Nice, okay. Aber Kassadin haben wir leider nicht bekommen. Ich mache actually gar keinen Damage, ne? What the hell? Ich denke, Fizz ist auch ziemlich Lane-dominant. Also sollte man, denke ich mal, die Lane gewinnen. Vor allem mit Ignite. Und muss dann wahrscheinlich snowballen. So ein bisschen wie Nidalee ist der Champion wahrscheinlich. Ich würde halt trotzdem noch ein bisschen rausfinden, was mein Damage jetzt ist mit Blade und King. Aber ja, ne? Ja, das ist halt gar nichts, ne? Aber das ist auch eine Level 15 MF, die Blut ist. Na gut, danke fürs Zugucken, Jungs. Wollt ihr nochmal Fizz sehen? Nochmal Nidalee? Irgendwas in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen und liken. Und dann sehen wir uns, ne? Macht's gut. Ciao.